Ich war gestern mit meinen Freunden in der Kneipe und habe ausnahmsweise, weil ich heute früh raus muss, nichts getrunken. Also, ich habe schon was getrunken, aber halt eine Cola und keinen Alkohol. Und damit war ich ziemlich alleine. Denn in Deutschland gehört Alkohol irgendwie immer dazu. Deshalb beschäftige ich mich heute mal damit, wie die Alkoholindustrie eigentlich dafür sorgt, dass sich dieser Zustand in Zukunft nicht ändert. Hi! Willkommen bei Wahn und Sinn. Ich bin Johannes und ich beschäftige mich hier jede Woche mit Wirtschaft. Denn ich finde, dass nicht nur die Menschen, die reich werden wollen, sich mit dem Thema beschäftigen sollten, sondern idealerweise alle anderen auch. Wenn ihr den Gedanken spannend findet, dann abonniert auf jeden Fall diesen Kanal. Auch wenn es in diesem Video um Alkohol geht, werde ich auf jeden Fall nicht den Moralapostel spielen. Euer Trinkverhalten ist eure Sache, mein Trinkverhalten ist meine Sache. Ich konzentriere mich einfach nur auf die Zahlen und die Fakten aus der Wirtschaft. Wenn irgendwer dann daraus was für sich ableitet, dann könnt ihr das gerne machen, aber es ist auf jeden Fall nicht meine Mission. Klar ist auf jeden Fall, in Deutschland wird richtig gern getrunken. Im Jahr 2017 wurde durchschnittlich 131 Liter alkoholische Getränke konsumiert. Das ist also zusammengekippt, so viel wie in eine Badewanne reinpasst. Oder anders gesagt, der oder die durchschnittliche Deutsche über 15 trinkt pro Jahr 10,6 Liter reinen Alkohol. Das ist zwar schon viel weniger als in den 70er Jahren, wo in Deutschland pro Jahr pro Kopf ungefähr 17 Liter reiner Alkohol getrunken wurde, aber im internationalen Vergleich liegen wir damit immer noch sehr weit vorne. Und das ist nichts Gutes. Insgesamt werden damit in Deutschland pro Jahr ungefähr 24 Milliarden Euro für alkoholische Getränke ausgegeben. Das ist ungefähr so viel, wie die Bundesrepublik für die Entwicklungshilfe bzw. Entwicklungszusammenarbeit ausgibt. Wie genau davon auch der Staat profitiert, ist in Deutschland im Alkoholsteuergesetz geregelt. In dem steht dann zum Beispiel, dass bei Branntwein pro Liter reinem Alkohol 13,3 Euro Steuer bezahlt werden müssen oder dass bei Bier pauschal eine Steuer von 9,4 Cent pro Liter anfällt. Im Jahr 2018 sind so für den Fiskus rund 2,1 Milliarden Euro an Steuergeld zusammengekommen. Es gibt aber noch eine andere Zahl, die in Bezug auf Alkohol extrem wichtig ist. 57 Milliarden Euro. So hoch sind die volkswirtschaftlichen Schäden, die der Bundesrepublik durch übermäßigen Alkoholkonsum entstehen. Im Drogen- und Suchtbericht beschäftigt sich die Bundesregierung bzw. die Beauftragte der Bundesregierung damit, was, wie viel und warum in Deutschland konsumiert wird und was die Folgen davon sind. Und da wird diese Zahl ein bisschen genauer aufgeschlüsselt. Knapp 16,6 Milliarden Euro von diesem volkswirtschaftlichen Schaden entstehen direkt. Das sind zum Beispiel die Kosten, die durch die Pflege oder die Krankheit der Konsumenten entstehen. Der größere Teil, nämlich 40,4 Milliarden Euro, entfällt aber auf die indirekten Kosten. Die werden zum Beispiel ausgelöst durch konsumbedingte Arbeitslosigkeit oder durch den frühzeitigen Tod. Die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen ist eine NGO, die sich mit Drogen und Sucht beschäftigt. Und die geht davon aus, dass jedes Jahr knapp 74.000 Menschen durch Alkohol frühzeitig sterben. Nur so zum Vergleich. Die illegalen Drogen kosten jedes Jahr knapp 1.200 Menschen das Leben. Klar, Alkohol macht süchtig. Aber die Alkoholkonzerne können ja nicht einfach darauf hoffen, dass schon von alleine genug getrunken wird. Deshalb wurde im Jahr 2018 615 Millionen Euro in Alkoholwerbung investiert. Und diese Investition sorgt dann dafür, dass auch in Zukunft der Absatz stabil bleibt oder vielleicht sogar gesteigert werden kann. Gerade im Vergleich zu den Tabakherstellern haben die Alkoholerzeuger den Vorteil, dass es überhaupt keine gesetzlichen Beschränkungen gibt, was die Werbung angeht. Damit das auch so bleibt, haben sich die Hersteller zusammengeschlossen. Und zwar im Bundesverband der Deutschen Spirituosenindustrie und Importeure und andererseits im Deutschen Brauerbund. Beide Lobbyvereine haben eine gemeinsame Vision. Sie wollen den Staat davon abhalten, Gesetze einzuführen, die schlecht fürs Geschäft sind. Deshalb gibt es zum Beispiel immer wieder freiwillige Selbstverpflichtungen der Industrie. Werbung soll sich nicht explizit an Kinder richten. Profisportler sollen nicht für Alkohol werben. Und Besoffene sollen in der Werbung grundsätzlich nicht gezeigt werden. Das alles sind freiwillige Selbstverpflichtungen, die letztlich dafür sorgen, dass es überhaupt gar keine Gesetze braucht, die das regeln würden. Deshalb werden auch immer neue Initiativen gestartet, die zu maßvollem Konsum erziehen sollen. Denn die Logik der Konzerne geht so: lieber aufgeklärte Kunden, die ein bisschen weniger konsumieren, als gesetzliche Einschränkungen. Seit 2003 gibt es außerdem die European Foundation for Alcohol Research.
Das ist also eine Stiftung, die im Jahr 500.000 Euro dafür ausgibt, dass in wissenschaftlichen Studien auch mal die positiven Effekte von Alkohol beleuchtet werden. Da kommt dann zum Beispiel raus, welche Überraschung, dass Menschen, die ein bisschen Alkohol trinken, länger leben als solche, die gar keinen Alkohol trinken. Also ist Alkohol jetzt gut für ein langes Leben? Inzwischen haben unabhängige Wissenschaftlerinnen herausgefunden, dass diese Studie so entstanden ist, dass Menschen, die gar keinen Alkohol trinken, das ja nicht einfach so tun, sondern weil sie zum Beispiel trockene Alkoholiker sind oder eine andere Vorerkrankung haben. Und wenn die dann also früher sterben als Leute, die moderat Alkohol trinken, liegt das nicht daran, dass sie zu wenig getrunken haben, sondern dass sie halt vorher krank waren. Durch all diese unterschiedlichen Maßnahmen hat sich in den letzten Jahren in der Drogenpolitik in Deutschland überhaupt nichts geändert. Und auch wenn man selbst überhaupt keine Argumente hat, kann man ja auch einfach sowas behaupten. Bier ist ein deutsches Kulturgut. Jeden Tag 2, 3 Weizenbier, die müssen einfach sein. Volker Kauder wurde übrigens im Jahr 2010 und aus meiner Sicht völlig zu Recht zum Botschafter des deutschen Bieres ernannt. Das ist ein Preis, der wird jedes Jahr vom Deutschen Brauerbund vergeben an Menschen, die sich in besonderem Maße für das deutsche Kulturgut eingesetzt haben. Damit ist er in ziemlich guter Gesellschaft mit anderen Politikerinnen und Politikern, quer durch alle Parteien, die diese Auszeichnung von der Lobbyorganisation auch gerne angenommen haben. Da ist es doch eigentlich gar nicht mehr besonders verwunderlich, dass die Politik keine unbequemen Gesetze erlässt, sondern lieber Steuergeld für Präventionskampagnen ausgibt. Hier versucht zum Beispiel die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zusammen mit den privaten Krankenversicherern in einer jungen, hippen, freshen Kampagne Alkohol für junge Leute uncool zu machen. Das ist ja irgendwie auch eine ganz süße Idee. Aber glaubt da ernsthaft irgendjemand, dass man damit gegen das 600 Millionen Euro Marketingbudget von der Alkoholindustrie ankommen kann? Nein. Die Bevölkerung ist da schon einen Schritt weiter. Eine Forsa-Umfrage hat ergeben, dass 58% der Deutschen Alkoholwerbung am liebsten generell verbieten würden und 59% sogar mit höheren Steuern auf Alkohol einverstanden wären. Dieser letzte Punkt, höhere Steuern, wird inzwischen auch von den Grünen gefordert. Und zwar, obwohl die einige Bierbotschafter bei sich haben. Also, nochmal ganz kurz zum Mitschreiben. Die Alkoholindustrie gibt jedes Jahr mehr als 600 Millionen Euro für Werbung aus, kann dadurch über 24 Milliarden Euro an Alkohol verkaufen und ist so für einen volkswirtschaftlichen Schaden von über 50 Milliarden Euro verantwortlich. Wenn unsere Regierung mal wirklich sinnvoll wirtschaften wollte, sollte sie sich dringend um eine vernünftige Drogenstrategie kümmern, anstatt sich immer auf die Selbstverpflichtung der Drogenverkäufer zu verlassen. Wie seht ihr die ganze Sache? Sollte Alkohol aus eurer Sicht anders reguliert oder besteuert werden? Schreibt mir doch gerne in die Kommentare. Ich freue mich echt darauf, mit euch zu diskutieren. Falls ihr weiter Videos von Wahn und Sinn sehen wollt, schaut mal hier und hier, da habe ich euch noch welche verlinkt. Außerdem würde ich mich total freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert und die kleine Glocke aktiviert, damit ihr die nächsten Videos nicht verpasst. Bis dann!